Ja, es freut mich, diesen Vortrag zu geben. Ich werde über die Klimakrise und wie wir die Wende schaffen können, dann sprechen. Es geht um die Erkenntnisse, die wir aus der Wissenschaft haben, zu Stand der Klimaerwärmung. Ich werde vor allem über diesen Bericht sprechen. Das ist der 1,5 Grad globale Erwärmung Bericht vom Weltklimarat, der 2018 rausgegeben worden ist. Ich war eine der Leitautorinnen von diesem Bericht, war auch auf diesem Foto. Und natürlich, dieser Bericht hat sehr viel bewegt, weil das erste Mal, dass man wirklich geschaut hat, wie viel es ausmachen würde, wenn man die Klimaerwärmung, wenn möglich, wirklich auf 1,5 Grad begrenzen kann und was würde es erlauben, dass wir dorthin kommen. Zu diesem Bericht, wie gesagt, das war wirklich ein spezieller Bericht. Der Grund dafür war, dass es speziell wirklich von der Politik verlangt worden ist. Es wurde eigentlich in Pariser Übereinkommen vom Weltklimarat abgefragt. Es ist verfügbar auf dem Internet und es gibt auch Übersetzungen auf Französisch und Deutsch. Wie gesagt, eine Zusammenfassung auf Deutsch gibt es auch auf dieser Webseite. Also ich beginne oft mit diesem Bild, das zeigt der Zusammenhang zwischen den kumulierten CO2-Emissionen global und die globale Erwärmung. Da sieht man gleich, dass es wirklich einen Zusammenhang direkt gibt, also es ist mehr oder weniger eine lineare Beziehung. Das heißt, wie viel CO2 insgesamt emittiert worden ist seit der vorindustriellen Zeit, bestimmt wie warm es wird, global gemittelt. Sozusagen, weil das CO2 so lange in der Atmosphäre bleibt, ist die bisherige Erwärmung aus Sicht der jetzigen Generationen irreversibel. Also es wird hunderte bis tausende Jahre so bleiben. Das heißt, wenn wir jetzt feststellen, dass es zu spät ist, dann ist es tatsächlich zu spät. Wir können nicht rückwärts gehen. Bisher haben wir bereits 1,1 Grad Erwärmung. Wenn wir von 1,5 Grad sprechen, dann sehen wir natürlich, dass das Budget, das noch hier erhalten ist, sehr klein ist. Das heißt, wir haben mehr als zwei Drittel davon aufgebraucht. Was ist das Problem? Das Problem ist vor allem CO2-Emissionen. Wir haben vorher gesehen, dass diese kumulierte CO2-Emissionen sind das Hauptproblem. Und woher kommen diese CO2-Emissionen? Die kommen vor allem von der Energie, Energieverbrauch. Das sieht man sehr klar auf diesem Bild, das ist vom Global Carbon Atlas, das ist eine wunderbare Webseite mit ganz vielen Statistiken. Da sieht man vor allem der Verbrauch von Kohle und Öl, Erdöl und Gas sind die eigentlich Ursachen von den CO2-Emissionen. Jetzt, was sind die Konsequenzen? Wir haben bereits eine Welt mit 1,1 Grad Erwärmung und das heißt, Klimawandel ist nicht etwas, das etwa in die Zukunft stattfinden wird, sondern es findet schon jetzt statt. Das haben wir schon gesehen in den letzten Jahren, seit zum Beispiel 2018. Im Sommer 2018 hatten wir mehrere extreme Ereignisse in der Nordhalbkugel, zum Beispiel in Europa, Hitzewellen und auch Feuerereignisse in Schweden. Es gab auch Hitzewellen in Asien, in Japan sind sehr viele Leute gestorben, auch in Nordamerika war es der Fall. Im gleichen Sommer, es war sehr heiß und trocken, gab es trotzdem einen sehr starken Startniederschlagereignis in Lausanne. Und das wissen wir, hängt auch mit Klimawandel zusammen, weil wenn die Luft wärmer ist, kann sie mehr Feuchte enthalten. Nachher 2019 gab es zum Beispiel zum ersten Mal 46 Grad in Frankreich. Wir hatten auch tropischen Wirbelsturm in den Bahamas, der mit sehr viel Niederschlag verbunden war. Das Auftreten von tropischen Wirbelsturm ist nicht unbedingt vom Klimawandel betroffen, aber wie stark der Niederschlag, der damit verbunden ist, ist klar damit verbunden. Und dann natürlich im letzten Jahr wiederum sehr viele Bilder von extremen Ereignissen. Zum Beispiel in Australien hatten wir Feuer, also die apokalyptischen Szenen gezeigt haben. In Sibirien hatten wir sehr heiße Temperaturen, fast von Januar bis Juni. Und im Juni wurde zum ersten Mal eine Temperatur von mehr als 38 Grad gemessen innerhalb vom Arktiskreis. Also alle diese Ereignisse
waren eigentlich wahrscheinlicher wegen dem menschlichen verursachten Klimawandel. Wir wissen, dass unsere Aktionen, also die Emissionen, die bisher stattgefunden haben, haben diese Ereignisse wahrscheinlicher gemacht. In einigen Fällen, zum Beispiel diesen Sommer 2018, wo wir so viele Hitzewellen hatten gleichzeitig, und auch diese Hitzewellen in Sibirien, diese Hitzeereignis, da können wir sogar sagen, dass die Wahrscheinlichkeit dieser Ereignisse war quasi null gewesen, ohne den menschlichen Einfluss. Das heißt, wir beginnen jetzt in eine Ära zu kommen, wo wir Ereignisse sehen, die ohne unseren Einfluss gar nicht stattgefunden hätten. Auch in der Schweiz sieht man die Auswirkungen vom Klimawandel. Die Erwärmung der Schweiz ist zweimal höher als die globale Erwärmung. Wir haben bereits 2 Grad Erwärmung. Wie gesagt, im globalen Durchschnitt ist es 1 Grad. Also auch hier sind wir sehr stark betroffen. Zum Beispiel in 2018 hatten wir sogar im Durchschnitt für das ganze Jahr 3 Grad Anomalie. Wie gesagt, gibt es auch Auswirkungen auf den Wasserkreislauf, das habe ich erwähnt. Mit wärmeren Temperaturen haben wir auch stärkere Niederschläge. Das sieht man auch in Messungen, zum Beispiel von Meteo Schweiz. Alle die Stationen, die hier gezeigt werden in Blau, zeigen eine Zunahme vom Starkniederschlag. Wo es der Kreis gefüllt ist, kann man das statistisch beweisen. Also Sie sehen wirklich, über die ganze Schweiz sieht man eine Tendenz zu stärkeren Niederschlägen. Jetzt, was sind die Auswirkungen einer globalen 1,5 Grad Erwärmung? Da sehen Sie Karten, die zeigen, wie Klimaextreme sich verändern, wenn wir 1,5 Grad Erwärmung haben. Und ein wichtiger Punkt ist, dass es nicht so ist, dass es überall immer etwa 1,5 Grad Anomalien geben würde. Es gibt viele Gebiete, die sich mehr aufwärmen als der globale Durchschnitt. Das haben wir schon gesehen in der Schweiz. Bisher etwa zweimal so viel Erwärmung und das ist auch so in der Zukunft. Also da sehen wir links die Änderung der heißesten Tage. Da sehen Sie, wenn wir im Durchschnitt 1,5 Grad haben, haben wir bis etwa 3 Grad Erwärmung in vielen Gebieten, eigentlich in den meisten Gebieten auf dem Land, weil das Land erwärmt sich mehr als der Ozean. Wenn wir jetzt die kälteste Temperatur schauen, die im Winter stattfindet, dann ist dieser Unterschied noch viel größer. Wir haben fast 3-mal mehr Erwärmung als im Durchschnitt. Also wir haben viele Gebiete, die mit 1,5 Grad im Durchschnitt etwa 4,5 Grad Erwärmung in den kühlsten Nächten haben. Das heißt, in vielen Orten haben wir viel mehr Erwärmung. Und natürlich, 1,5 Grad klingt nicht nach sehr viel Erwärmung, aber wirklich lokal, regional kann es sehr viel auswirken. Jetzt macht es einen Unterschied, wenn wir es schaffen, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, gegenüber zum Beispiel 2 Grad, macht diesen halben Grad Unterschied wirklich etwas aus? Und die Antwort dazu, die auch im Bericht gelesen werden kann, ist ja. Also eine Begrenzung der Klimaerwärmung auf 1,5 Grad gegenüber 2 Grad erlaubt vieles zu vermeiden. Eine weitere Zunahme der Hitzeextremen in den meisten bewohnten Regionen der Welt, heftigere Niederschläge in mehreren Regionen, mehr Trockenheitsrisiko in einigen Regionen und auch irreversible Schäden. Zum Beispiel eine zusätzliche Zunahme vom Meeresspiegel, Aussterben von Tier- und Pflanzenarten, zum Beispiel Korallenriffe. Hier zeige ich ein Bild auch vom 1,5 Grad Bericht. Das ist eine Auswertung der Risiken für verschiedene Systeme, die mit globaler Erwärmung verbunden sind. Und da sehen Sie für die verschiedenen Balken mit zusätzlicher Erwärmung, das ist die X-Achse, wie viel Risiko man dann hat auf diese verschiedenen Niveaus von Erwärmung. Links bei den Korallenriffen, da sehen Sie, wir haben wie gesagt etwa 1 Grad, 1,1 Grad, da sind wir schon im Risikobereich. Da sind wir schon eigentlich im sehr roten Bereich, wo wir hohes Risiko haben. Weiß heißt kein Risiko, gelb heißt moderates Risiko, rot hohes Risiko und violett heißt sehr hohes Risiko, wo wir irreversible Schäden haben. Da sehen wir eben bei den Korallenriffen, auch mit 1,5 Grad hätten wir irreversible Schäden. Aber natürlich noch mehr Schäden mit 2 Grad. Aber ebenfalls für viele andere Systeme, zum Beispiel die terrestrischen Ökosysteme, da ab 1,5 Grad beginnen wir auch hohe Risiken zu haben. Es gibt auch verschiedene Risiken für Tourismus, für Hitzewellen und Gesundheit. Es gibt auch neuere Auswertungen vom IPCC, die schauen auf weitere Systeme, zum Beispiel das Risiko von Feuer und das Risiko für Nahrungssicherheit.
Und da sehen Sie auch, dass es sehr viel ausmacht, wenn wir die Erwärmung dann oberhalb von 1,5 Grad haben. Zum Beispiel bei Feuer, mit 1 Grad haben wir im Moment moderates Risiko, aber mit 1,5 Grad würden wir beginnen, hohes Risiko zu erfahren. Und natürlich wäre es dann mit höheren Erwärmung dann noch viel schlimmer. Bei Nahrungssicherheit ist auch ein großes Problem, weil bisher sind wir etwa im moderaten Bereich. Es gab bereits ein Ereignis in 2010 mit der russischen Zivelle, wo die Nahrungsmittelpreise eigentlich von einer Klimaextreme beeinflusst worden sind. Aber im Moment passiert das noch nicht so oft. Aber mit zusätzlicher Erwärmung könnte es viel mehr vorkommen, dass alle die verschiedenen Nahrungsgebiete, also wo Landwirtschaft tätig ist, eigentlich gleichzeitig von Klimaextreme betroffen werden könnten. Und das heißt, mit 1,5 Grad würden wir bereits im Bereich vom hohen Risiko kommen und eigentlich mit 2 Grad im Bereich von sehr hohem Risiko. Also dort heißt es wirklich eigentlich ein Risiko eben für Nahrungssicherheit, was natürlich auch in der Schweiz wichtig ist, wenn wir wissen, dass wir die Hälfte unserer Nahrungsmittel importieren. Was können wir machen, wenn wir wollen, dass die globale Erwärmung auf 1,5 Grad stabilisiert werden kann? Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es Änderungen in der Gesellschaft und Wirtschaft, die bisher ohne Beispiel sind. Das ist ganz klar. Das sagt auch der Bericht. Wir brauchen Änderungen, die ohne Präzedenz sind. Es geht nicht um ein bisschen eine Steuerung in eine Richtung. Wir brauchen wirklich eine Wende. Also wir brauchen sofortige und rasche Abnahme der CO2-Emissionen. Wir sehen hier auf diesem Graph die Emissionen, die wir im Moment haben. Wir müssen von diesen 40 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr, die emittiert werden, auf zuerst die Hälfte davon bis 2030. Das ist sehr wichtig, man spricht viel von Netto Null, aber der erste Schritt ist, wir müssen die Emissionen halbieren bis 2030 und da hat zum Beispiel die Schweiz überhaupt kein Ziel, also das wird noch nicht gesetzt. Also wir brauchen sofortige, rasche Abnahme und wie gesagt, brauchen wir dieses Ziel bis 2030. Dann brauchen wir netto null CO2-Emissionen spätestens in 2040. Bis 2040 würde es uns 66% Chance geben, dass wir es schaffen, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen und bis 2050 nur 50%. Da im Moment die Schweiz immer hat kein Ziel für 2050 oder netto null und das ist ein gestandenes Problem, dass wir dann noch nicht kein Ziel dafür haben. Jetzt die CO2-Emissionen pro Sektor. Was ist der Beitrag vom Verkehr? Sie sehen, dass der Beitrag vom Verkehr sehr groß ist. Wir haben eigentlich 21% der globalen CO2-Emissionen. In 2016 kamen vom Verkehr. Ursache von diesen Emissionen kommen vor allem vom Straßenverkehr. Aber das ist auch wichtig zu sagen, das ist die Hauptquelle, 3/4 davon. Aber natürlich der Flugverkehr ist auch wichtig. Ich komme auf diesen Ziel von Netto Null. Ich muss vielleicht sagen, natürlich die Schweiz hat ein Ziel für 2030. Was ich sagen wollte, ist, es geht nicht unbedingt auf 50% Reduktion. Aber wie gesagt, eigentlich das Hauptproblem ist, wir haben kein Ziel für Netto Null. Und was heißt das, wenn wir das erreichen wollen? Wir brauchen keine Nettoemissionen von CO2 und auch keinen Verbrauch von fossilen Energieträgern mehr. Also Erdöl, Benzin, Heizöl, Kohle und Gas, das müsste gar nicht mehr verbraucht werden. Wie können wir das erreichen? Wir brauchen natürlich auf erneuerbare Energien zu wechseln. Wir brauchen Strom aus CO2-freien Quellen. Und was ist auch sehr wichtig, ist, dass die Energie vor allem in Form von Elektrizität verwendet wird. Also das ist natürlich sehr wichtig, dass wir Elektromobilität haben. Einerseits möglicherweise beim privaten Verkehr, aber auch beim öffentlichen Verkehr, beim Zug und andere Aspekte. Was können wir machen in Bezug auf CO2 senken? Das ist auch in den IPCC-Szenarien dabei. Die Idee ist, dass wir auch CO2 senken brauchen für die restlichen Emissionen. Da wird es auch Beiträge geben. Da muss ich wirklich sagen, das ist natürlich wichtig, weil es wird immer Restemissionen geben, zum Beispiel von der Zementindustrie. Aber diesen Betrag ist höchstens etwa 10% der jetzigen Emissionen. Also wir können nicht das ganze Problem mit dieser Kohlenstoffaufnahme dann lösen.
Jetzt, wo steht die Schweiz im globalen Kontext? Wir haben sehr hohe Emissionen pro Person. Wir haben 4,3 Tonnen CO2 pro Person. Der Konsum ist auch sehr hoch. Wir haben 40 Tonnen CO2 pro Person. Aber wir sind ein reiches und innovatives Land. Könnte man sich auch fragen, könnten wir nicht wegweisend sein und Lösungen auf kleinere Skala testen? Wir haben auch keine inländische Erdölproduktion. Wollen wir von Erdölländern abhängig sein? Und finanzielle Flüsse sollen aber berücksichtigt werden. Wir brauchen zum Beispiel Pensionskassen oder Investitionsbanken dann berücksichtigen. Die Quellen von Emissionen in der Schweiz sind zu großen Teil kommen aus dem Erdöl. Das ist nicht immer bewusst. Also 3/4 unserer Emissionen kommen aus Erdölverbrauch. Und natürlich Luftverkehr ist auch sehr wichtig. Das ist ein Artikel, das wir zusammen mit Rolf Wüstenhagen im Tagesanzeiger geschrieben haben. Das, wie gesagt, die Flugemissionen in der Schweiz sind sehr groß. Wenn wir nur CO2 betrachten, ist es etwa 12%. Wenn wir die ganze Treibhausgasen betrachten, ist es etwa 19%. Und wie es auch vorher erwähnt worden ist, die Luftfahrt hat gegenüber der klimafreundlichen Bahn unfaire Wettbewerbsvorteile. Das ist sehr wichtig. Und die Schweiz steht nicht sehr gut da. Also wenn wir schauen, wie viel CO2-Emissionen wir in der Schweiz haben gegenüber anderen Ländern, dann ist eigentlich die Schweiz weiß am schlimmsten Ort. Also wir emittieren viel mehr als, und verbrauchen viel mehr den internationalen Verkehr als Flugverkehr als andere Länder. Ein letzter Punkt, das ich sagen wollte, war zu Synergien. Es klingt oft nach sehr viel also Arbeit oder dass es vielleicht schwierig sein würde oder dass diese Welt dann vielleicht viel Verzicht verlangen würde. Ich glaube, man muss auch sehen, dass es Synergien gibt, die dazu führen, dass eine Welt, wo wir weniger CO2-Emissionen auch eine schöne Welt sein könnte. Wenn wir eine, die Energietransition haben, dann würden wir auch weniger Luftverschmutzung haben allgemein, auch weniger Feinpartikel. Bei der Mobilität, wenn wir mehr spazieren, mehr Velos verwenden, mehr ÖV oder elektrisches Auto, hätten wir auch weniger Lärmbelastung. Und ein Bereich, das jetzt nicht direkt mit Verkehr zusammenhängt, aber wenn wir zum Beispiel ein bisschen weniger Fleisch essen, ist das auch für die Gesundheit gut. Das heißt, allgemein kann diese Änderungen auch helfen. Zum Schlusswort, die menschliche Treibhausgasemissionen von CO2 und Methan, die absichtlich durch den Verbrauch von fossilen Energieträgern verursacht werden sind, also von Erdöl, Kohle und Gas, führen zur globalen Erwärmung. Bisher haben wir 1,1 Grad seit der vorindustriellen Zeit und diese Erwärmung, die wir bisher erfahren haben, ist irreversibel. Das Erreichen der Ziele des Pariser Abkommens und insbesondere eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad würde größere und teilweise irreversible Schäden an die Umwelt und Gesellschaft vermeiden. Die Klimaerwärmung findet hier und jetzt statt. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Das ist nicht etwas, das in der Zukunft stattfindet. Nur umgehendes Handeln kann uns erlauben, diese 1,5 Grad-Grenze nicht zu überschreiten. Das heißt, die Ziele müssen mindestens eine Reduktion von 50% der CO2-Emissionen bis 2030. Da müssen wir uns mehr anstrengen. Wir müssen ein Ziel für Netto Null haben und wenn möglich auf 2040 statt 2050, wenn wir mehr Chancen haben wollen, dass wir die 1,5 Grad-Grenze nicht überschreiten. Wir müssen das Zeitalter der fossilen Energieträger verlassen und beim Verkehr natürlich sollten wir keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr haben, das ist möglich, es gibt Alternativen, und minimaler Verbrauch, so wenig wie möglich, und auch da auf Alternativen setzen, zum Beispiel Zug. Ich wollte noch diesen Brief erwähnen, das ist ein Brief, das wir zusammen mit anderen Klimawissenschaftlern geschrieben haben, das war in Zusammenhang mit einem Prozess, der in Lausanne stattgefunden hat, von Klimaaktivisten, und wir wurden gefragt, einfach den Stand von der Klimakrise zu beschreiben. Und die Zusammenfassung ist, ja, wir sind besorgt, wir sind sehr besorgt über die jetzige Lage, man muss wirklich agieren. Wir haben hier eine Krise und diese Krise ist schlimmer als die Covid-Krise. Wie gesagt, wir haben da keine Impfung. Ich werde mit diesen Wörtern enden vom IPCC. Jede Tat zählt, jede zusätzliche Erwärmung zählt, jedes Jahr zählt und jede Entscheidung zählt. Danke.